Hallo meine Hübschen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, willkommen zum Teil 4 von meiner lieben Angelina. Ja, und dann möchte ich einmal das hier auspacken. Das hier. Hier hat sie wieder ein paar Washi Tapes dran gehangen. Das finde ich auch eine süße Idee, so auf die Geschenke drauf. So schöne Puffy-Sticker draufgeklebt von Einhorn. Und hier wieder so ein süßes, ja, Teilchen hier. Das ist ja so aus Filz und das ist richtig niedlich. Schaut mal. Hier ist mir eine Rose abgefallen. Eine kommt noch hier hin. Ich glaube hier. Die klebe ich dann noch drauf. Und das finde ich auch so niedlich. Süß. So. Ja, ich traue mich gar nicht reinzugucken. Das ist ein bisschen weich. Vielleicht wieder irgendwas mit Papier, irgendein Papier drin. Und noch was anderes. Ich mache das mal, also ich versuche das mal vorsichtig aufzumachen. So. Ui, war da was aus Filz? Oh. Traue mich gar nicht reinzugucken. Du hast mir schon so viel geschickt und gemacht. Och. Nee, bist ja verrückt. Och nee, Schatzi. Ach, nur ist aber gut hier. Ach, die schönen Sticker. Das sind aber noch etwas andere, aber die sind auch so schön mit Thank You und die sind toll. Die würde ich auch benutzen. Die sind sehr gut. Und hier noch mehr Säckchen. Einmal mit solchen Pailletten. Mit Gold, Weiß und Schwarz. Silber ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Wunderschön. Oh, und hier meine Farbe. Lila. Toll. Vielen lieben Dank. Hier solche in Türkis und Grün und so. So nach Farben eingepackt. Richtig schön. Dann, ui, die sind auch toll. Solche Sterne habe ich auch noch nicht. Das sind auch solche Sterne aus Moosgummi. Und die glitzern so schön. Ja, die sind auch richtig schön. So, solche. Das sind so mittlere und hier sind noch ganz kleine und auch ganz große noch. Dankeschön. Die tue ich mal hier rein. Na? Dann hat sie mir hier noch was eingepackt. Aha, das war das ganz Weiche. Ui, was ist das denn? Das
ist irgend so ein Bärchen. Da sieht man so Bärenköpfe aus Filz und Wolle. Ist das auch für Kinder geeignet? Vielleicht hat ja mein Töchterchen Lust, das zu machen. Ich werde sie fragen. Ich glaube, das hole ich jetzt nicht raus. Aber ihr seht das ja. Hier ist so ein lilaner Bär und ein orangener. Interessant. Ich werde mein, ja, habe ich ja gerade gesagt, mein Töchterchen fragen, ob sie dazu Lust hätte. Ui. Hier, schaut mal, Pfeifenreiniger. Einige nehmen ja die Pfeifenreiniger für die Böllers, um den Stiel zu machen. Aber man kann ja auch noch andere Sachen damit machen. Das sind richtig schöne Pfeifenreiniger. Danke dir. Ja, ich habe auch noch ein paar, aber nicht mehr ganz so viele. Und meine haben so Abstände und die sind hier so ganz. Vielen, vielen lieben Dank. Und hier, die hier. Ui, die habe ich noch nicht. Ich habe ja noch ein Action Haul. Die habe ich nicht entdeckt. Und die sind schön. Die sind doch ganz putzig, diese 3D-Sticker. Von Action. Die sind von Action, das weiß ich. Ich habe mir diese Katzen geholt und diese Monster. Und ich werde die mir nochmal holen. Die sind so lustig. Wenn mich jemand nach Action fährt. Wenn nicht, dann fahre ich mit dem Fahrrad dahin. Ich brauche dann zwar eine halbe Stunde, aber egal. So. Das schöne Papier. So. Das kann man ja noch wiederverwenden. Richtig schön. Und ich habe schon gesehen, ach, das ist so schön. Oh mein Gott, dass du mir die eingepackt hast. Die sind so schön. Ich habe ja noch niemals reingeguckt. Ich sehe ja nur das hier und Kawaii-Papiere und ach nee. Ach, wenn ich die jetzt alle durchgehe, dann wird das Video wieder so endlos lange. Ich guck mal kurz rein. Oh nein. Könnte ich schon wieder ein einzelnes Video davon machen. Nur von den Papieren hier. Oh. So süß. Oh hier. Ich guck gerade, was da steht. Fufa. Ach, keine Ahnung. Aber die sind nur so niedlich. Huch. So niedlich. Hier. Ich weiß auch gar nicht, wie die ganzen heißen, diese Sachen. Diese Pandas und so. Ja, das sind Kitties. Hello Kitties. Ui, endlich mal so ein paar Papiere, ein paar viele Papiere davon. Auch Kitties. No. Little Twin Stars. Ach, so süß. Also ich muss wirklich gucken, wo ich das einsortieren kann.
Haben die eigentlich so eine Größe vom Pocket Litter? Solche. Die Grinsekatze. Rapunzel ist das. Oh, hier. Ach, die sind ja süß. Die sind ja niedlich. Oh, guck mal. Wie süß. Och. Mann, ey. So süß. Vielen lieben Dank für die vielen Kawaii-Papiere. Die tue ich jetzt mal hier hin. Und hier sind ja noch viel mehr. Little Twin Stars. Die sind so süß. Oh Mann, ey. So schön und Diddelblöcke noch. Guckt mal. So schön. Ach nee. Ui, was denn hier noch? Hier hat sich eine Hello Kitty wieder verirrt. Ui. Hier noch? Oha. Hier ist noch so eine andere. Och, Mensch. Hello Kitties. Hier auch noch. Hello Kitty in eine Tasse. Ja, eine Hello Kitty habe ich auch versucht zu simulieren, aber das hat mir irgendwie nicht so geklappt. Werde ich aber mal ohne Tutorial versuchen und mir einfach das Bild angucken. Ich glaube, das ist viel einfacher. Ui, danke schön, meine Liebe. Ach, du bist ja süß. Du hast mir so viel wieder geschickt. Ich weiß gar nicht. Schätzelein, ich weiß nicht, wie ich dir das jetzt wiedergeben soll, alles, ne? Oh je. Wahrscheinlich kann ich das gar nicht. Also, du bekommst ja noch ein Paket von mir. Ach, wahrscheinlich noch mehrere. Aber erstmal ein riesengroßes, ne? Das ist versprochen. Ja, ich tue das gleich wieder rein. Bin auch schon fast fertig damit. Mit deinem Paket. Oh Mann, ey. So. Dann haben wir hier noch. Oha, oha. Was da wohl drin ist.
irgendwie, naja, gerade habe ich ja falsch geraten. Ach, du bist ja eine. Überall packst du so viel rein. Ui, Strohhalme. Strohhalme brauche ich auch zum Basteln. So, ui, ja. Einmal Strohhalme. Die brauche ich auch. Ab und zu mal. Dankeschön. Dann hier diese Teilchen. Klittenband. Hook and Loop Tape. Diese Teilchen benutze ich ja für Goodie Bags und so. Irgendwelche Teilchen zu verschließen. Auch so Taschen. Wenn man eine Tasche bastelt, dann brauche ich die auch. Danke dir. Und hier, die sind schön. Die hier, die Schmetterlinge. Wow. Die sind richtig schön. Ich will jetzt. Ja. Ich möchte jetzt eigentlich nicht rausholen, aber ich will an die Schmetterlinge drankommen. Die sind so schön. Die sind richtig schön. Auch mit so einem Steinchen. Ui. Also die gefallen mir richtig gut. Vielen, vielen lieben Dank für die tollen Schmetterlinge. Und hier das Herzchen ist auch so schön. Die Teile sind aus. Das hier sind Holzteile. Und das ist aus Filz. Und das Herz ist, glaube ich, auch aus Filz. Ui. Aber die Schmetterlinge, die sind ja mal mega toll. Habe ich noch gar nicht gesehen bei deinen Einkäufen. So, dann tue ich mal wieder alles rein. Danke dir. Danke, 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 danke. Dann gucken wir mal hier rein. Die hat sie auch wieder so ein Washi-Tape dran gehangen, dran gebamselt. Auch so ein süßes. Hier hat sie so ein Herzchen. Ah, aus mit diesen Pfeifenreinigern. Oh, das war schon, glaube ich, das Rest vom Papier. Das ist ein bisschen zusammengestückelt. Ich glaube, das könnte ich eigentlich aufreißen, oder? Ja. Das reiße ich jetzt mal. Das reiße ich auf. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ist ja verrückt. Oder? Also, im Grunde genommen brauche ich gar nicht, also ich habe jetzt so viel zu verbasteln, ich brauche gar nicht mehr einkaufen gehen, meine Liebe. So viel habe ich. Wahnsinn. Kann ich erstmal alles verbasteln. Hast du auch gut zugeklebt hier, dieses. Also bei den anderen kann ich noch das Papier retten, aber hier das nicht.
Ui. Ui, Sticker. Ah, ja. Bling, bling. Bling, bling. Toll. Die habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Die hier. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Die habe ich, aber die schwarz kann ich immer gebrauchen. Immer. Weil schwarz so recht wenig ist, so in Geschäften. Findet man nicht häufig. Deswegen vielen, vielen lieben Dank für schwarz. Und die sind auch richtig goldig. Die habe ich auch noch nicht. Die habe ich auch noch nicht entdeckt in Action. Danke dir. Vielen lieben Dank. Guckt mal. Ach, der ist ja auch niedlich. Der ist niedlich. Der hier. Der Hase. Und hier so eine Katze. Eine schlafende Katze. Dankeschön. So, dann hat sie mir noch gesagt, dass in diese Tüte noch was drin ist. Also, ja, das, also ich dachte, da wäre nur Gips, aber sie hat mir noch gesagt, dass da die so Förmchen drin sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Deswegen gucke ich jetzt mit euch nochmal hier rein. Hier noch einmal aufmachen an der Seite. Wartet mal. So, ist offen. Ui. Ach so, ja, hier ist der Gips. Ah, der ist noch so extra eingeschweißt, okay. Also, das werde ich im Garten machen. An der frischen Luft, glaube ich, oder? Jetzt bin ich an das Kabel dran gekommen. Ui, oje. Ach Gottchen. Da ist ja noch jede Menge drin. Verrückte. Oh Mann, ey. Was hast du denn hier eingepackt? Rose? Was ist das denn? Was hast du denn hier gemacht? Hm? Schatzilein. Ah, cool. Das ist mega cool. Das sind ja solche Förmchen, solche diese Abdrücke. Da kann ich dann dieses Gips reintun. Also da, davon kriege ich solche Rosen. Aber Fimo kann ich da bestimmt auch reintun, oder? Schön. Ui, das sind alles solche, och, das sind alles so Förmchen. Förmchen? Heißt das jetzt Förmchen? Abdrücke. Ach, ich komme jetzt nicht auf das Wort. Och nein. Genial. Eine Schleife und zwei Bonbons. Ui, das ist ja mal mega cool. Danke dir. Vielen lieben Dank. Ja, gut, dass du mir das noch mal gesagt hast. Und die ganzen Säckchen auch. Die werde ich auch weiterverwenden. Ach, wie cool. Hello Kitty. Donut. Und ein Lutscher. Ah, hast du Abdrücke gemacht von diesen Cabochons? Das erinnert mich hier an diesen Lutscher, den du mir geschenkt hast. Wahnsinn. Oh Mann, ey.
gibt's ja Einhorn. Jetzt bin ich doch noch mal wieder richtig sprachlos. Ist ja unglaublich. Du schaffst das immer wieder. Vielen lieben Dank. Das ist richtig toll. Katze und Gummibärchen. Oh. Mickey Maus. Mickey Maus. So. Ich hoffe, der Speicher reicht auch aus. Toll. Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke, 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 danke. So, dann hat sie mich hier noch sowas hier gebastelt. Hier ist wieder dieses Thank you Sticker drauf, so ein Teebeutelchen. Das riecht gut. Ich mag ja Tee. Einmal Blueberry Muffin, Karamell Apfelpie, Himbeere Waldmeister. Den habe ich mir jetzt auch geholt. Sweet Kiss. Holunderblüte Limette. Ah, Zimtschnecke. Die habe ich auch. Türkischer Apfel. Und spanische Orange. Also da bin ich ein bisschen gespannt. Die kenne ich noch nicht. Türkischen Apfel habe ich schon mal getrunken, aber nicht von Teekanne, glaube ich. Zimtschnecke geht so. Das habe ich auch noch nicht probiert. Sweet Kiss ist lecker. Der ist auch lecker. Den habe ich auch schon mal probiert. Karamell-Apfelpie. Kenne ich auch noch nicht und das eigentlich auch noch nicht. Ich habe mir zwar jetzt eine Packung davon gekauft, aber kenne ich noch nicht. Vielen lieben Dank. Also, ich werde das hier gleich wieder rein tun. Und das hat sie auch so mit so schönem Papier noch gemacht, mit so Lama- oder Alpaka-Papier. Jetzt habe ich das wieder rausgeholt. Na, Fokus. War ich für dich jetzt so schnell? Das kommt gleich alles wieder da rein. Und dann, wenn ich dann Lust auf Tee habe, dann nehme ich mir den und dann kann ich schön an dich denken. So. Dann hat sie mir hier noch, ja, ich habe ihr ein Goodiebag gebastelt und da hat sie mir auch ein Goodiebag gebastelt. Mann, ey, Schatzi. Nur weil ich dir jetzt eins gebastelt habe und du hast natürlich. Wie viele Briefumschläge hast du da genommen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 Briefumschläge. Wie passt das da rein? Also das Papier ist auch schön. Die Schleife auch. Naja, gut, mit diesen Klettverschlüssen. Ach doch, würde auch noch passen.
Aber dann kann man das nicht ganz so voll packen, aber du schaffst es trotzdem, glaube ich. Oh, die sind niedlich. Die sind schön. Die Schleifen sind schön. Blümchen sind schön. Och. Die sind schön, so aus Stoff. Wahrscheinlich würde ich da noch so ein Bling-Bling-Steinchen drauf tun. Das sind so viele verschiedene Farben. Guckt mal, schaut mal. Toll. Huch. So. Ja, manchmal versuche ich das wieder reinzukriegen, aber dann dauert das Video ja noch umso länger, nicht wahr? So. Ui. Da hat es mir so ein Diamond-Teilchen gegeben. Da kann ich mir das mal angucken, wie das aussieht. Also ist ein, das sieht schon schön aus. Ach, wie heißt das jetzt nochmal hier? Diamond Paint oder so. Also ich habe das immer noch nicht gemacht. Ich würde deins von Action noch ausprobieren. Ja, das sieht schön aus. Das wird auch noch irgendwo aufgehangen. Ui. Hier hat sie noch so Streudeko. Die Kamera wird bekloppt hier von diesen von dieser Spiegelung. Was hast du denn noch? Ui. Ach, wie süß. So ein Schäfchen. Beck-Dengler-Kids. Ich suche gerade die deutsche Beschreibung. Ach, auf der Rückseite. Schlüsselring-Gebastelset. Ich finde das süß. Vielen lieben Dank. So. Kommt wieder da rein. Hier so schöne Pompons. Ui. Oh, die sind auch schön. Ui, ui. So schöne Rosen. In ganz vielen verschiedenen Farben. Guckt mal. So viele schöne Rosen. Richtig schöne. Irgendwie mache ich die Tüten kaputt. Mal geh wieder rein. Ja, ich will die Tüte jetzt nicht kaputt machen. Und oh, die sind auch schön. Die glänzen so. Ui, da habe ich viel zum Basteln, sehr, sehr viel. Die sind auch wunderschön. So schön pastellig. Guckt, guckt mal. Dankeschön. Schatzi, vielen, vielen lieben Dank. Und da war noch eins, glaube ich. Hier und da ist auch noch was. Oh, oh. Die sind toll. Made in China. Guckt mal. Auch so schön pastellig. Und solche
Ja, Standsteilchen würde ich sagen. Da kann man aber auch so Thank you oder so draufkleben. Finde ich auch ganz schön. Danke. Also da, die finde ich auch toll. Und die, und die. Du bist ja verrückt. Und hier, nee, hier hast du nicht übertrieben bei diesem Goodie Bag. Immer so ein Teilchen reingetan. Das ist sehr vernünftig. Aber dafür hast du mir jede Menge anderes gegeben. Oh je. So, vielen lieben Dank für das schöne Goodie Bag. So, wie viel Zeit haben wir jetzt? 35 Minuten. Ich hoffe. Oh. So. Ich hoffe, das reicht jetzt noch. Also zwei Sachen habe ich noch, das hier und da ist noch so ein Teilchen. Ja, und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wenn nicht, dann muss ich das nochmal zeigen. Ui, die sind schön. Also so Bänder. Solche. Irgendwie habe ich heute einen Frosch im Hals. Keine Ahnung warum. Das ist auch schön. Das kann man gut für Vintage benutzen. Sowas hier. Dankeschön. Bänder kann man auch immer, immer gut gebrauchen. So. Jetzt bin ich noch gespannt, was hier drin ist, Schatzi. Hier. Das ist bestimmt selbst gemacht. Und wieder hier diese schöne Babydecke. Fand ich ja schon beim ersten Paket ganz toll. Oh, oh. Ui, 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 ui. Ach, wie schön. Ach, guckt mal. Ach, da hat sie auch ein bisschen mit Deko denn gespielt. Schaut mal. Ihr Lieben, schaut mal. Kann man das abdrehen? Oder ist. Ich glaube nicht. Das ist einfach nur so eine schöne Deko. So, was hat sie denn hier so Schönes drauf gemacht? Sieht doch toll aus, oder? Hier mit Serviettentechnik. Diese Pompons. Ein Schleifchen. Ja, aber ich traue mich jetzt nicht, das aufzumachen. Ich glaube, das geht auch nicht auf. Muss mir mal schreiben, ob ich da auch was reintun kann oder nur so mir als Deko hinstellen kann. Das sieht richtig toll aus. Hier, so ein Bärchen. Da. Schokolade. M&M. Toll. Ja, du hast die noch richtig schön. Also du hast das Glas an sich auch noch verziert. Das habe ich gar nicht so gemacht. Ich wollte da nicht so viel haben, aber das ist alles so passend. Hübsch. Ganz viel rosa. Ja, da muss ich mal schauen, wo ich das hinstellen kann. Ja. So. Ja, meine Liebe, ich danke dir für die tollen Sachen, die du mir jetzt hier wieder geschenkt hast. Jetzt habe ich die Sachen alle gar nicht hier. Ja, vielleicht mache ich noch so ein extra Video. Aber wahrscheinlich erst. Ich bin jetzt so ein bisschen am
umräumen von meinem Bastelbereich. Also wenn ein Schreibtisch weg ist und wenn ein paar Regale da hängen und wenn das alles so einigermaßen fertig ist, wie ich das haben möchte. Und ja, ich habe auch keine schöne. Da ist aber noch was drinne. Das kann man, glaube ich, doch aufmachen. Das sehe ich gerade. Ich habe noch keine schöne Ecke, wo ich so eure schönen Sachen so hinstellen kann. Also das werde ich jetzt auch noch mal filmen demnächst. Wenn das fertig, kann man doch aufmachen. Also werde ich filmen, ihr Lieben. Da ist doch noch was drin. Ich habe das jetzt gerade so gesehen, jetzt hier durch das Papier. Da ist doch noch was drin. Ui. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, und dann möchte ich das filmen und dann zeige ich euch auch mal meinen Bastelbereich. Also ich habe überall auch so eine kleine Ecke, wo ich was hintun kann. Aber eigentlich bastel ich im Schlafzimmer, aber da kann ich ja nicht immer basteln. Oh nein, oh Gott. Oh mein Gott. Oh nein, das. Oh. Schatzilein. Oh, wir sind bei 41 Minuten. Ich weiß nicht, ob das. Oh. Für dein Töchterchen. Oh, für dich. Gott, du bist ja verrückt. Das sind so Gießteilchen. Oh nein. Ich glaube, du hast mal gesagt, dass du das ein bisschen gemacht hast mit den Harz, aber das nicht mehr vertragen kannst. Und jetzt schenkst du mir noch deine Teilchen. Das ist für meine Tochter. Die muss ich dahin tun. Oh, die Schokolade. Guckt mal mit so einem Herz. Wahnsinn, Wahnsinn. Oh. Hier. Wie süß. Auch eine Pfote. Oh, wie goldig. Oh mein Gott. Wahnsinn. Nee. Doch. Aber ach du verrückte Nudel, du. Och nee, wie süß. So süß. Ey. Das gibt's doch gar nicht. Hängt das da dran? Nee, das ist extra oder nicht? Hat sich das jetzt verheddert hier? Ja. Hier hast du noch so ein. So was hier gemacht. Toll. Oh Mann, Wahnsinn, Wahnsinn. Vielen lieben Dank, Schatzelein. Ich bin sprachlos. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht jetzt, was ich sagen soll, ehrlich. Danke. Tausendmal danke. Also das kann ich dir gar nicht wiedergeben. Und es schellt jetzt auch. So, deswegen sage ich. Ja, vielen lieben Dank und tschüss, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht
lasst ihr mir einen Daumen nach oben oder abonniert mich. Also darüber freue ich mich immer, ne, ihr Lieben. Habt euch alle lieb und ja, tschüss. Tschüssi.